Hallo allerseits, herzlich willkommen zu der Sequenz Eigenwerte, Eigenvektoren. Ich möchte hier den Begriff vorstellen anhand von zwei Kreuz-2-Matrizen. Nun, bevor ich vielleicht konkret dafür einige Werte oder für eine Matrix dann die Eigenwerte und Eigenvektoren ausrechnen, kurz zur Herleitung. Man stößt zum Beispiel im Zusammenhang mit affinen Abbildungen irgendwann auf das Problem, dass man Fixpunkte oder Fixgeraden anschauen möchte. Und so ein Fixpunkt bezüglich einer Abbildung A kann ich mir vorstellen, wenn ich den Punkt als Ortsvektor darstelle, V, dass zum Beispiel für einen Fixpunkt dieser Punkt einfach dort bleibt, wo er ist. Das heißt, wenn ich die Matrix A, die Abbildung A, auf V anwende, kriege ich wieder V raus, den Ortsvektor wieder raus. Das ist die Bedingung für einen Fixpunkt. Ich kann das ein bisschen allgemeiner machen, dann als Bedingung für Fixgerade kann ich hier noch einen Faktor vorschalten, häufig Lambda genannt. Das heißt jetzt einfach, dass ich quasi, wenn ich die Abbildung auf einen Ortsvektor anwende, dann kriege ich eine Streckung dieses Ortsvektors. Das heißt, ich bleibe in derselben Richtung V, heißt also Lambda soll eine reelle Zahl sein. Und es wird hier auch vereinbart, V darf nicht der Nullvektor sein. Das heißt, diese wichtige Bedingung, da vielleicht mal markieren, ist ein Grün. So, diese wichtige Bedingung hier. Das ist also die Eigenvektorgleichung, Bedingung. Gut. Jetzt, okay, wie schaut das dann aus? Stellen Sie sich vor, da ich forme da mal um, dass die Gleichung so aussieht. Ja, ich habe dann AV minus Lambda V gleich 0. Und wenn ich mir das als drin in Komponentenschreibweise vorstelle. Vielleicht schreibe ich es rasch aus, damit man sieht. Also hier habe ich ja diese 2 Kreuz 2 Matrix jetzt in meinem Fall da. Mal V1, V2. Oder vielleicht sage ich dem Vx, Vy. Vy gleich. Und dann, also ich bin da oben hier. Man könnte auch ganz gut direkt unten machen, minus Lambda Vx, Vy. So, wie schaut das aus? Das schaut der Komponentenweise dann so aus, dass ich also mal A11 Vx plus A12 Vy habe und dann kommt hier minus Lambda Vx dazu von dem Beitrag da. Und für die zweite Komponente habe ich A21 Vx plus A22 Vy minus Lambda Vy. Oder anders gesagt, wenn ich es in Matrizenschreibweise schreiben möchte, hätte ich hier das A mal V minus die Einheitsmatrix mal V. Das würde dieselbe Rechnung geben. Noch mit dem Lambda, sorry, Lambda-Einheitsmatrix V. Das würde dasselbe Resultat geben. Gut, und so schreibt man das dann jeweils, also hier in der Klammer A minus Lambda E mal V gleich 0. Jetzt weiß man von den Gleichungssystemen her, wenn V ungleich 0 ist, das ist ja hier vorausgesetzt, dann habe ich für Lambda genau dann eine nicht triviale Lösung, wenn die Determinante hier singulär, also wenn die Determinante 0 gibt. Ja. Also wenn die Determinante von A minus Lambda E 0 ist, dann kriege ich eine nicht triviale Lösung für einen V ungleich 0. Gut. Also deshalb ist man dann daran interessiert, dass man hier quasi das da hier ausrechnet. Man guckt, wann ist diese Determinante 0
Und dann weiß man, dann gibt es eine nicht-triviale Lösung V. Jetzt so ein Wert Lambda, für den dann diese Determinante eben 0 wird, nennt man Eigenwert der Matrix A, und diesen zugehörigen Ortsvektor nennt man Eigenvektor zum Eigenwert Lambda. Also vielleicht, ich schreibe sie mal schon hin. Also dass die hier wäre der sogenannte Eigenvektor zu einem bestimmten Eigenwert, und hier, das sind die Eigenwerte von A, die jeweils je eine Gleichung bilden. Also Eigenwert, ich schreibe es mal in der Einzahl, Eigenwert von A. Voilà, also man ist einfach darauf bedacht, hier dieses Polynom auszurechnen und gleich 0 zu setzen. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass es für eine 2-Kreuz-2-Matrix die folgende Form hat. Wenn wir das ausrechnen, komponentenweise hinschreiben, dann finden Sie, das gibt Lambda-Quadrat minus die sogenannte Spur von A. Das ist einfach die Diagonalelemente zusammengezählt. Also minus Spur von A mal Lambda plus die Determinante von A. So sieht dieses Polynom aus, und man nennt das das charakteristische Polynom der Matrix A. Wir könnten das durchziehen, einfach komponentenweise ausrechnen, und dann kommt man eben drauf, dass die Spur A11 plus A22, dass das hier die Spur ist, und hier steht dann ohne Lambda, das steht die Determinante, also A11 A22 minus A12 A21. Voilà, also es geht darum, hier dieses Polynom auszurechnen und dann gleich 0 zu setzen. So findet man die Eigenwerte. Jetzt machen wir das hier an unserem Beispiel. Wir haben die Matrix 1, 0, minus 3, 2, die ich da zu Beginn vorbereitet habe. Also wenn wir da die Eigenwerte von A ausrechnen, müssen wir also das charakteristische Polynom von A haben. Das ist Lambda Quadrat. Dann die Spur von A brauche ich. Das ist 1 plus 2. So mit der Diagonale. Also minus 3 Lambda. Und das heißt minus Spur von A Lambda. Das werden wir vielleicht auch ein sehr wichtiges charakteristisches Polynom. Also minus Spur von A Lambda und dann noch plus die Determinante von A, die ist 1 mal 2 minus minus 3 mal 0. Also die gibt gerade schon 2. So, das müssen wir gleich 0 setzen, um die Eigenwerte zu bestimmen. Jetzt, Polynom kann ich faktorisieren. Ich kann nämlich minus 2 und minus 1 nehmen. Dann kriege ich minus 2 mal minus 1 gibt 2, und ich kriege auch die minus 3 in der Mitte. Das heißt, ich habe hier die beiden Lösungen 1 und 2. Und vielleicht schreiben wir sie in eine andere Reihenfolge, dass es nicht gerade gleich aussieht wie der Index. So, also eine Lösung ist 1, eine Lösung ist 2. Das sind also unsere Eigenwerte hier. Nun, zugehörigen Eigenvektoren. Den Vektor, da muss ich jetzt natürlich die Gleichung hier erfüllen mit dem entsprechenden Eigenwert jeweils, oder diese Gleichung da. Also ich muss A minus Lambda E rechnen. Das heißt, wenn ich das ausschreiben würde, ich mache das vielleicht ganz kurz da, das würde so ausschauen, also A11VX plus A12VY, das wäre die erste Zeile, dann kommt da noch minus der Lambda VX dazu, für die erste Zeile, wenn ich es ausschreibe, und die zweite Zeile sähe ja so aus, VX plus A22VY minus Lambda V. Y gleich 0. So, und dann fasst man das jeweils eben entsprechend zusammen. Also die Matrix A minus Lambda E, die ja dieses Gleichungssystem da aufbaut, sieht so kompakt geschrieben so aus. 1, 2.
a2,1, a2,2 minus Lambda. Nun, die Eigenvektoren ausrechnen, das kann man einfach die entsprechenden Werte setzen, da, die kennt man ja, die a1, also die a's, das Lambda kennt man jeweils von der Rechnung hier. Und dann kann man den zugehörigen Vektor bestimmen. Man nimmt dann einfach einen bestimmten Wert, für zum Beispiel vx, und dann lässt sich das vy anhand der Gleichung bestimmen. Man hat zwar zwei Gleichungen, aber die sind linear abhängig, weil die Determinante hier war ja 0. Oder das heißt eben, wenn ich es als Gleichungssystem betrachte, habe ich linear abhängige Zeilen oder Spalten. So, das heißt, ich habe Information nur aus einer Gleichnis, egal welche das man nimmt. Ich werde jetzt mal beide nehmen, damit Sie schön sehen, dass das wirklich so ist. Also, nehmen wir hier die konkreten Werte. Aus der ersten Zeile, Matrix ist 1, 0, minus 3, 2. Also ich habe, nehmen wir mal zu Lambda 1 gleich 2. Zu diesem Eigenwert da lautet also die erste Zeile 1 minus Eigenwert Vx, ich schreibe jetzt nur ein x, plus, das ist die 0 dann hier, plus dieser Wert da, schreibe es aus, 0 mal y, das muss ja 0 geben. Hatten wir hier gleich 0 gesetzt. Gut, also was gibt das für eine Bedingung? Ich würde da das kompakt schreiben, die Bedingung kriegen, minus x gleich 0, also x gleich 0. So. X gleich 0 bedeutet, ich bin auf der y-Achse. Der x-Wert muss einfach 0 sein, und y kann ich keine Bedingung stellen. Also wenn ich die zweite Zeile genommen hätte, die da hier, dann hätte ich minus 3x. So. Und dann habe ich hier plus, das war 2, und jetzt kommt aber der minus der Eigenwert dazu, also 2 minus 2 mal y gleich 0. So, und da kriege ich wieder dieselbe Bedingung, also ich kriege 0y minus 3x gleich 0, das heißt minus 3x ist 0, das heißt x ist gleich 0, es gibt dieselbe Bedingung. Also hier würde man sehen, das muss die y-Achse sein. Das heißt, dort habe ich einen Eigenwert 2. Und jetzt auch die Bedeutung, oder? Eigenwert 2 heißt, wenn ich mich an diese Gleichung da erinnere, das heißt, der Streckungsfaktor da ist 2 für alle Punkte auf der y-Achse. Also wenn ich Beispiel rechne, oder da mit meiner Matrix, die ist 1, 0, minus 3, 2. Oder? Ist das richtig? Ja. Wenn ich jetzt einen Punkt auf der y-Achse nehme, zum Beispiel, weiß nicht, 4, 0, 0, 4, sorry. Also, eingezeichnet wäre das jetzt, ich lösche die mal aus, machen 3 Kreuz 3 nicht, sonst wird das Video etwas zu lang. So. Jetzt bin ich im Punkt hier, 0, 4, oder? Höhe 4, so. Jetzt wende ich die Matrix an. Jetzt weiß ich ja bereits aus der Rechnung hier, Streckungsfaktor 2 für Punkte auf der y-Achse. Und das wird doch so rauskommen, also ich habe hier 1 mal 0 plus 0 mal 4, das gibt 0. Und für die zweite Komponente minus 3 mal 0 plus 2 mal 4 gibt 8. Also ich habe eben gesehen, die Matrix angewendet auf einen Punkt hier, gibt einfach den Punkt gestreckt mit dem Faktor 2. Gut, noch bei anderen Eigenwert schauen. Faktor 1, das würde heißen, ich habe eine Fixpunktgerade, oder der Streckungsfaktor ist 1, bedeutet für diese Gleichung da, wenn ich die Matrix A anwende auf einen Punkt dort, dann kriege ich den Punkt selber wieder, weil der Streckungsfaktor hier ja 1 ist. Also A mal V ist dann V. Gut, schauen wir mal, wo sich diese Punkte da befinden. Ich habe hier bei der x-Komponente 1 jetzt minus 1, weil der Eigenwert 1 ist, mal die x-Komponente von V plus 0 mal y. Da kriege ich natürlich keine Info hier. Da heißt es einfach, ja, x und y kann ich beliebig werden. Ich rechne mal 0.
zweite Zeile 0 mal x plus, und jetzt habe ich da 2 minus 1 mal y gleich 0. Also hier habe ich jetzt eine Bedingung, und zwar, wenn ich da weiterfahre, kriege ich y ist 3x als Bedingung, und das wäre meine Fixpunktgerade. Das heißt, alle Punkte auf dieser Geraden hier, das wäre gerade mit Steigung 3 da, so, gleich 3x, die da drauf, die sind Fixpunkte, die da sind Streckungsfaktor 2, die sind Fixpunkte. Ja, schauen wir mal, ob das hier auch klappt. Ein kleines Beispiel noch, wieder die Matrix hinschreiben, ist 1, 0, minus 3, 2. Mal, jetzt nehmen wir das einen Punkt auf diese Geraden. Wir können zum Beispiel den Punkt 2, 6 nehmen. Also wenn ich für x 2 nehme, dann ist y 6, wenn ich auf diese Geraden bin. So, und jetzt schauen wir, was damit passiert. 2 mal 1 gibt 2, plus 0 mal 6, es gibt 2 plus 0 gibt 2, und minus 3 mal 2 gibt minus 6 plus 2 mal 6, 12, also minus 6 plus 12, das gibt 6. Tatsächlich, also hier habe ich gesehen, auf diese Geraden da, bin ich eben auf der Fixpunktgeraden, weil der Eigenwert 1 ist. So, also das zu Eigenwerte, Eigenvektoren. Es geht um diese Bedingung da, Fixpunkte, Fixgeraden. Und vielleicht merkt man sich hier das charakteristische Polynom, dass das eine entscheidende Rolle spielt. Und dann die geometrische Bedeutung finde ich halt auch wichtig, oder dass man sich wirklich überlegt, okay, der Streckungsfaktor gilt eben für Punkte jeweils auf der Geraden mit dem entsprechenden Richtungsvektor als Eigenvektor. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.